Hier mal ein kleiner Kommentar zum Unity UT61B Multimeter. Das Messgerät ist ziemlich sicher und ich kann es eigentlich nur weiterempfehlen. Es hat ein paar kleine Macken, zum Beispiel hier, wenn ich es einschalte, dann dauert es doch recht lange, bis es sich einschaltet und einen automatischen Nullabgleich hat es nicht. Aber wenn ich eine Spannungsquelle anschließe, dann wird das Richtige angezeigt auf dem Display. Ja, also das könnte hier verwirren, dass hier schon irgendwie so 365 Millivolt angezeigt werden, obwohl hier gar nichts angeschlossen ist. Ja, ich habe hier mal einen Strom gemessen mit dem Multimeter und da hatte ich natürlich das eine Kabel an die Milliampere-Buchse und das andere an die Com-Buchse. Und dann wollte ich eine Spannung messen, habe das Multimeter dann auf die Voltmessung gestellt, habe aber vergessen, das Prüfkabel von Milliampere auf Volt umzustecken. Und habe mich dann natürlich gewundert, warum hier nichts angezeigt wurde. Aber die Sicherung, die Milliampere-Sicherung, ist nicht durchgebrannt, weil das Multimeter doch ziemlich sicher ist. Dafür hätte ich hier das Multimeter auf die Milliampere-Messfunktion hätte stellen müssen. Dann wäre erst was passiert. Aber das Multimeter hier, das ist ziemlich sicher. Milliampere, Mikroampere und 10 Ampere sind getrennt vom Voltbereich. Das heißt, wenn man hier eine Spannung einliegen hat, dann kann man hier so umschalten, wie man möchte. Da passiert nichts. Das ist schon mal sehr sicher. Günstige Multimeter haben das nicht. Da ist der Milliampere-Messbereich und der Spannungsmessbereich zusammengelegt an einer Buchse. Ja, was kann man dir sonst noch zu sagen? Ja, also ziemlich sicheres Messgerät. Ich mag das ganz gerne. Oh, auch umfangreiches Zubehör ist dabei. Das hier müsste ich eben kurz wegdenken. Das hier sind Ersatzsicherungen, die ich mir bei Reichelt Elektronik noch gekauft habe. Falls mir die Sicherung mal durchbrennt, dann habe ich hier Ersatzsicherung. Die muss man sich aber extra kaufen. Die sind leider nicht mitgeliefert. Wäre schön gewesen. Ja, hier ist ein Messsockel. Hier kann man zum Beispiel Widerstände hineinstecken oder Kondensatoren. Und wenn man das UT61A-Modell hätte, dann könnte man hier auch Transistoren einstecken. Ja, und hier haben sie die SMD. Für SMD-Bauteile gibt es hier auch noch so einen Steckplatz. Ein Temperatursensor ist mitgeliefert. Diese 4mm Stecker sind aber von nicht so allzu guter Qualität. Die halten nicht so gut im Messgerät. Sind ziemlich locker. Gut finde ich, dass hier auch ein USB-Messkabel dabei ist. Das 61B bis D, die haben eine USB-Schnittstelle. Da findet man hier das hier raus. Dann kann man hier das USB-Kabel hineinstecken. So, das wird dann hier so drauf gesteckt. Und ja, dann steckt man das Ganze über USB an den Computer. Die älteren UT61er Modelle, die hatten noch ein serielles Schnittstellenkabel. Finde ich gut, dass jetzt das Unity das jetzt auf USB umgestellt hat. Und dieser Adapter ist sicher, denn er ist optisch entkoppelt. Also sollte es hier mal irgendwie zum Spannungsüberschlag kommen, kann nichts passieren. Weil das Ganze über Dioden optisch entkoppelt ist. Über Optik ist es entkoppelt. Das 61B hat auch wie die anderen 61er Modelle hat einen kompletten Überspannungsschutz bis 600 Volt. Also wenn ich hier zum Beispiel aus Versehen das Messgerät in den Ohm-Messbereich gestellt habe, aber habe hier eine Spannung einliegen, aus Versehen, dann kann nichts passieren. Dank des Überspannungsschutzes. Die Prüfkabel sind allerdings sehr günstig. Die Länge der Prüfkabel beträgt 80 cm und was ich schade finde, ist, dass man das hier nicht abnehmen kann, die Spitze. Das heißt, hier hat man so eine ganz kleine 3 mm Spitze für CAT3, CAT4 Messung. Das Messgerät hat CAT3 600 Volt. CAT3 600 Volt, kann bis 600 Volt messen. Ja, CAT3 300 Volt, CAT2 600 Volt steht hier jetzt drauf, hier unten. Ja, die ganzen Strommessbereiche sind durch Sicherung geschützt. Die können auch 600 Volt ab.
Was ich allerdings schade finde, ist folgendes: Der Durchgangstest ist ziemlich langsam. Das ist schade. Mein günstiges PeakTech 1070 Multimeter, das so ungefähr 10 Euro bei Reichelt Elektronik kostet, ist da beim Durchgangstest doch deutlich schneller. Das kann ich auch mal eben demonstrieren. Klingt aber ziemlich schrill, dieser Summer. Gut. Ja, aber nichtsdestotrotz, dieses Messgerät, das ist schon ziemlich sicher. Hiermit kann man sicher arbeiten. Hier hinten ist so ein Standfuß, den man aufklappen kann. Dann kann man das hier so auf den Tisch stellen. Ja, das Ganze wird mit einer 9-Volt-Batterie betrieben. Auch das hier, dieses Multimeter wird auch von einer 9-Volt-Batterie betrieben. Das haben sehr viele Messgeräte, die verwenden. Ziemlich viele Messgeräte verwenden eine 9-Volt-Batterie, okay. Alle meine Messgeräte, auch hier diese Stromzange, hat eine 9-Volt-Batterie. Dann kommt man auch nicht durcheinander, welches Messgerät jetzt welche Batterie hat. Okay. Bis zu einem nächsten Video.